Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ich begrüße euch zurück bei Ocarina of Time. So Leute, einer fehlt noch. Ein letzter Beetle will noch befreit werden. Ringo Starr wartet darauf, dass wir ihn aus seiner Zelle holen. Also tun wir das gefälligst auch. Logisch. Wie könnten wir Ringo Starr einfach in seiner Zelle lassen? Und seine Zelle, die dürfte sich hier befinden. Ja, bin ich richtig? Genau. Hier sind wir das eine Mal ja gefasst worden. Weil ich es nicht abwarten konnte. Aber diesmal, mit unserem letzten Pfeil, gehen wir es vorsichtiger an. So. Wunderbar. Ganz vorsichtig, ganz unauffällig. Machen wir das hier. Ja! So. Damit die so schnell nicht mehr aufwacht. Und, ja, gehen auf in Richtung letzte Zelle. Da ist er ja. Hallo, Ringo Starr. Ha! Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbei traust. Ja, ja, das irgendwie hatten wir den Text schon. Deine anderen Kumpels sind nicht mehr eingesperrt. Gut, der hatte anscheinend mal keine Wanze dabei. Seine Zelle war nicht verwanzt. Er wusste nicht, was bei den anderen los war. Ja, 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 ja. Ja, jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Und an dieser letzten werden wir doch nicht scheitern. Aua. Na komm her, Mädchen. Komm her. Na, so wird das nix. Hm? Ey. Okay. So könnte das hingegen schon eher was werden. Na komm schon. Und das war's. Tja, dumm gelaufen. Damit ist auch der letzte Beetle befreit. Und da tanzt er den Beetle Freudentanz. Yeah. Ja, ganz recht. Die Beatles mögen auch Volksmusik. Na schön. Hallöchen. You've saved me. Ich hab schon gedacht, du hättest mich vergessen. Vielen Dank. Ich bin Ringo Starr. Dafür, dass du mich befreit hast, verrate ich dir, was sich die Gerudos über die Wüste erzählen. Wer die Gespenst der Wüste durchqueren will, braucht das Auge der Wahrheit. Den Wüstengoloss findet man jenseits der Wüste. Jenseits der Wüste? Ja, ich habe da eben ein bisschen... Ja, ich gehe jetzt zu meinem Zelt in der Nähe des Gerudotals. Schau doch einmal vorbei. Vielleicht gibt es etwas dort für dich. Jetzt habe ich auch noch die Grammatik durcheinander gehauen. Lebwohl. Und warum habe ich auf einmal einen anderen Akzent? Ja, renn. Renn, Schlampe, renn. Okay. Wow. Ich bin beeindruckt, um an unseren Wachen vorbeizukommen. Entschuldigung. Ich bin beeindruckt. Um an unseren Wachen vorbeizukommen, muss man schon sehr geschickt sein. Ich habe immer gedacht, alle Typen aus der Ganondorf wären ziemliche Waschlappen. Aber ich muss meine Meinung ändern. Unsere Anführerin Naboru hat mir Verantwortung für diese Festung übertragen. Naboru! Grrr. Naboru, nicht Saboru. Also nix Gürr. Naboru ist die Stellvertreterin des mächtigen Ganondorf, den Herrn der Gerudo-Kriegerinnen. Sie ist gerade auf dem Weg zum Geistertempel, der sich jenseits der Wüste befindet. Sie vermutet dort ein wertvolles Relikt. Du willst also einer von uns werden, was? Na gut, du hast deine Fähigkeiten bewiesen. Du bist nun ein Gerudo. Nimm dies. Damit kannst du dich in der Festung frei bewegen. Oh yeah. Der Gerudo-Pass. Damit sind wir nun offiziell ein Gerudo. Wunderschön. Und wir können in die Trainingsarena. Das ist einer der Extra-Dungeons, oder der Extra-Dungeon, den es hier gibt. Nette Fußstellung. Ja. Ansonsten muss man sagen, diese Gerudo-Kriegerinnen, die sind doch wirklich bildhübsch. Von den riesen Händen mal abgesehen. Aber, ja, ansonsten. Gut. Ja, na, Geistertempel Naboru, ja, ja.
Jedenfalls können wir uns nun endlich frei bewegen hier. Und da wir nun keine Pfeile mehr haben, können wir unseren Bogen nun endlich auch mal für was ganz anderes verwenden. Für Musik. Ja. Und du schläfst immer noch. Es tut mir fast schon ein bisschen leid, dass ich mit dem Hammer auf dich drauf geklopft habe. Aber nur ein bisschen. So. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen... So, Leute, hier bin ich wieder. Ja. So, nachdem der Emulator sich leider verabschiedet hat. Wir können nun endlich offiziell hier in der Gerudo-Festung rumlaufen. Das heißt, wenn wir jetzt hier über irgendeine Wache stolpern... Sie werden uns nun, ja, nett begrüßen, nochmal auf Naboru hinweisen und das war's auch schon. Wir können uns also ganz frei hier bewegen. Und das war jetzt hier leider, sehe ich gerade, der völlig falsche Ort, um das zu demonstrieren, weil hier ist ja gar keine Wache mehr. Ah, egal, was soll's. Geh mal raus hier. Ich nehme an, ihr glaubt mir es auch so. So, seht ihr, hier, zack. Ja, und hier, Leute, haben wir nun etwas ganz Besonderes, was wir machen können, nämlich... Die Gerudo Trainingsarena, betreten nur registrierten Mitgliedern erlaubt. Dies ist die Trainingsarena der Gerudo Kriegerinnen. Du hast den Gerudo Pass? Gut, dann darfst du hinein. Ein Versuch kostet 10 Rubine. Aber das lassen wir mal noch. Das werden wir wahrscheinlich wirklich erst auch nach dem letzten Dungeon machen, wenn wir alles andere haben. Wird nochmal die Gerudo Trainingsarena sozusagen, man könnte jetzt sagen, obendruf gepackt von meiner Seite. Ja. Außerdem können wir nun dieses Tor passieren. Bevor ich das allerdings tue, würde ich gerne mal etwas anderes machen. Etwas anderes, wofür ich mein Pferd brauche, was nicht mehr da ist. Pferdchen, das ist nicht nett von dir. Pferdchen? Pferdchen? Epona? Epona? Da oben? Was willst du denn da oben? Ach, Epona. Du machst mich fertig. Seit wann habe ich dich da oben abgesetzt? Das kann doch gar nicht sein, oder? Wir sind doch an diesem Tor das eine Mal geschnappt worden. Und ich habe dich doch vorher da stehen lassen. Bin doch nie im Leben mit dir da hochgeritten. Ach, egal. Ich hinterfrag's nicht. Hauptsache, du bist wieder da. Hier, Leute. Befindet sich nämlich etwas sehr, sehr Schönes. Was wir, glaube ich, auch nur tagsüber machen können. Deswegen muss dies leider nochmal Tag werden lassen. So. Hey Junge, du hast da tolle Pferd. Keine Ahnung, wo du das geklaut hast. wie kommst du darauf? Ich hab's tatsächlich von der Farm geklaut, also so falsch ist es gar nicht. Aber egal. Wie wäre es mit einer Runde Bogenschießen zu Pferde? So wie dein Pferd auch galoppiert. Schieße mit deinen Pfeilen auf die Zielscheiben. Wir werden ja sehen, wie oft du triffst. Du bekommst 20 Pfeile. Wenn du 1000 Punkte erreichst, erhältst du einen genialen Preis. Willst du es versuchen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Get up, Junge. Get up. Okay. Das kann böse werden, Leute. So. Ja, das wird auf dem Emulator nicht einfach. Probieren wir es einfach mal, weil hier zu steuern... Oh. Ja. Und ja, wunderbar. Oh, schöne Ausbeute. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken. Das war jetzt nicht ganz so schön. Das ist natürlich, wenn man hier die perfekte Punktausbeute, ich glaube, das sind ja 2000 Punkte logischerweise, ist das natürlich nicht so schön, wenn man hier dann daneben schießt. Aber habe ich tatsächlich sogar mal geschafft auf der Originalkonsole. Ist gar nicht wirklich verlangt. Also hier jetzt 1000, das reicht dort schon. Komm, so, hier. So. Reicht uns schon. 1290. Das ist eigentlich für den ersten Versuch gar keine schlechte Ausbeute. Damit haben wir zumindest schon mal das Herzteil. Du bist ja dann nicht der absolute König im Bogenschießen. Nimm dies, du kannst es bestimmt gut gebrauchen.
Oh, und wie gut ich das gebrauchen kann. Ein Herzcontainer. Das ist nett. Wow. Okay, und die Pferde fangen schon an zu singen hier. Ja. Aber wisst ihr was, Leute? Das reicht mir noch nicht. Das reicht mir noch nicht. Ich will mehr. Und deshalb reden wir nochmal mit ihr. Hey Kleiner, versuch doch jetzt mal 1500 Punkte zu erreichen. Jo, probieren wir mal. Dann gibt's nämlich noch was viel Schöneres für uns. Die Zeit ist gekommen, Leute. Die Zeit für Ruhm und Ehre. Und wunderbar. So, Leute. Das wird jetzt nicht einfach. Das war jetzt keine gute Ausbeute. Probieren wir es weiter. Und das könnte mit einem gezielten Schuss. Es hat gereicht. 1590. Wow, und das beim ersten Versuch. Sehr schön, hat doch gut hingehauen. Donnerwetter, du bist ja ein wahrer Meister deines Lebens. Eben war ich noch ein König. Also ich wäre lieber ein König als ein Meister, aber gut, meinetwegen. Ein echter Meister ist dessen würdig. Ein wertvoller Köcher. Wahnsinn. Damit, Leute, können wir insgesamt 50 Pfeile tragen. Dummerweise haben wir im Moment keine. Schön. Ich musste das echt nur zweimal machen. Hätte ich nicht gedacht, dass es auf dem Emulator gleich so gut funktioniert. Sehr schön. Wunderbar. Das ist doch super. Dann haben wir das doch direkt mal geschafft. Und hey, so unser Köcher wurde sogar aufgefüllt. Wusste ich jetzt gar nicht, dass das passiert. Umso besser. Dann können wir nun gut ausgerüstet in die Wüste gehen. Uns direkt in die Wüste schicken lassen. So macht das ein guter Link. Aber weißt du was, Epona? Ich lass dich mal hier bei diesen netten Damen. Und ja, wisst ihr mal was? Es wird Zeit. Wird Zeit für ein neues Outfit. So in der Wüste. So in der Wüste, da braucht man natürlich... Ich laufe da mal als Kaktus rum. So richtig schön Kaktusgrün. So gehört sich das. Und geh mal hier hoch. So, wer erwartet uns denn hier? Was geht? Ne, Grünschnabel. Das passt jetzt auch zu meinem Outfit. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt das blaue Outfit angehabt. Da hätte sie mich wahrscheinlich Blauschnabel genannt. Genau. Willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor. Aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsand des Mutes überqueren, der dich beschützt. Dann folgst du der richtigen Weg der Flagge und sonst schluckt dich der Sand. Das macht er voll. Und zweite Prüfung, folge Wüstengeist. Ohne das Auge der Wahrheit, aber landest du direkt wieder hier. Du wiesst immer noch dorthin? Ich schalte dich nicht auf. Mach's gut. Yay! Und das Tor, es hebt sich. Macht mal einen Schritt schneller. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wer weiß, was Ganon... Ich frage mich, was Ganon vorhat. I just wonder what Ganon's up to. Ha! Okay. Na schön. Dann betreten wir sie wohl nun. Die unglaubliche, die einzigartige... Gespensterwüste. Vertraust du deinem Instinkt, verstinkt dich die Wüste. Suche den wahren Pfad. Mit sehr, sehr wenig Magie nur noch im... in der Flasche. Das ist jetzt ziemlich böse, weil wir brauchen eine Menge Magie dafür. Auf der anderen Seite, naja gut, es gibt ja den Trick, einfach das Auge der Wahrheit immer wieder an- und auszuschalten, dann passt das auch. Von daher, alles kein Thema. So, wir gehen erstmal hier rüber. Der Trick ist, immer schön bei diesen Fahnen hier zu bleiben. Bei diesen Fahnenmasten.
Was haben wir denn hier? Oh, ihr rastlosen Abenteuer, die ihr durch die Wüste wandert. Besucht mich, der fliegende Händler. Wollen wir den mal einen Besuch abstatten? Das könnten wir ja eigentlich mal tun. So. Da ist er ja. Ach, dummerweise. Wir haben ja... Das ist jetzt mal was, wofür wir die Flügelschuhe gebraucht hätten. Verdammt. Okay, dann kann ich ihm leider doch noch keinen Besuch abstatten. Wir können ihn zwar töten aus der Ferne, aber das beeindruckt ihn nur mäßig. Ja, ihr seht schon. So wird das leider nichts. Ah, schade. Dann brauchen wir für den die Flügelschuhe. Das ist so ein Typ, der verkauft uns Krabbelminen. Bei dem können wir uns auch immer wieder welche holen, aber für einen sehr horrenden Preis. Ich glaube irgendwie 200 Rubine oder so. Ja, den müsste ich euch dann bei Gelegenheit mal zeigen, wenn wir die Flügelschuhe haben. Ich wusste, irgendwas war, was wir mit den Flügelschuhen hier noch nicht machen können. Also ohne die Flügelschuhe, meine ich. Echt schade. Aber gut, ich habe ja gesagt, ich will den Geistertempel vor dem den Schattentempel durchziehen. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Und bevor wir den Geistertempel betreten, werde ich euch auch mal zeigen, warum ich mich so entschieden habe. So. Der Grund ist eigentlich total lächerlich, aber... es ist ein Grund. Das lasse ich mir nicht zerreden. Oh ja. So. Hier geht's rein, Leute. Auch bevor wir da hochgehen... Gehen wir erstmal hier runter. Juhu! Aua! Und entledigen uns eines weiteren Zuschauers, der hier nur auf uns wartet. Meas Matado! Du sagst es. Yippie! So, hier hoffe ich ist Magie drin. Perfekt. Und eine Fee. Ja, die brauche ich sowieso nicht. Pff, Feen. Habe ich hier bisher nur einmal eine Fee gebraucht? Ha, macht euch doch nicht lächerlich, Bitches. So, wollen wir mal das bisschen Magie, was wir noch übrig haben, auch noch aufbrauchen? Ja, wir haben ja zum Glück gerade eine Magieflasche bekommen. Wunderbar. Das hat sich voll gelohnt, der Einsatz, Leute. Denn hier drin befinden sich sagenumwobene 50 Rubies. Ja, hat sich doch voll gelohnt, dafür unsere restliche Magie wegzupulvern. Naja, restliche nicht, wir haben ja noch ein bisschen. Aber mit der müssen wir jetzt ein bisschen haushalten. Denn nun, nachdem wir diesen Grafikbug hier überwunden haben, gehen wir hier hoch. Ihr hört hier schon etwas. Es scheint so, als wäre hier etwas. Lesen wir erstmal, was hier geschrieben steht. Jenen mit dem Auge der Wahrheit wird ein hilfsbereites Phantom zum Geistertempel führen. Hallöchen! Den rechten Weg, den zeige ich dir, denn dafür hast du kein Gespür. Nun flott und folge mir sehr dicht. Alleine überlebst du's nicht. Ein schönes Gedicht. Ja. Ich werde nun diese Taktik hier verwenden. Es ist ein bisschen nervig, aber da wir mit unserer Magie leider ein bisschen haushalten müssen, geht's nicht anders. Beziehungsweise wahrscheinlich, wir haben eigentlich... Eventuell haben wir doch genug, um ihm einfach so zu folgen. Ich lasse jetzt hier auch einfach mal diese Kakteen einfach mal Kakteen sein, weil... Ich weiß gerade nicht, wie heißen die eigentlich. Ich lasse die jetzt einfach mal auf jeden Fall... Die kommen sowieso, ob ihr sie bekämpft oder nicht, sie kommen immer wieder. Aua. Geist ist da, Geist ist weg. Oh mein Gott, er flackert. Oh mein Gott, der Geist hat Grafikbugs. Yeah. Ja. Ach, lasst mich doch mal alle in Ruhe. Aber überhaupt, so soll ich den Wüstenkoloss finden? Du gehst doch die ganze Zeit nur im Kreis. In Wahrheit kennst du doch den Weg selber nicht. Das sehe ich dir doch an. Du kennst doch den Weg in Wahrheit selber nicht. Also tu nicht so. So, wir haben es geschafft.
Während Link langsam im Sand versinkt, findet er ihn. Den unglaublichen, den einzigartigen Wüstenkoloss. Ja, Leute. Hier drin, mitten in der Göttin des Sandes. Sheik hat uns ja mal davon berichtet. Wow, alle mit einem Schlag erledigt. So gehört sich das, Link. So macht man das männlich. Da wäre Sheik doch wieder stolz auf uns. Hier befindet sich der Geistertempel. Ein grandioser Tempel. Aber was sich denn hier noch so alles vor dem Wüstenkoloss befindet, was wir hier alles noch so Schönes machen können, bevor wir den Tempel betreten, das zeige ich euch dann im nächsten Part.